ist das denn? Stargate, flieg doch mal durch. Ach, ein Teleporter. Sag ich doch, Stargate. Stirbst du mal, danke. So, dir war das andere zu einfach, ja? Wer ist denn hier mit, hä? Flieg mir da voll in den... Oh, ich hab kein Schild mehr und da ist noch ein Panzer. Wo kommt der denn jetzt schon wieder her? Was hab ich denn gemacht, damit die mich so anpissen? Ach, und da hinten ist noch irgendwas. Schon wieder so eine Art Turm. So ein kleiner Turm, der mich dumm anpisst. Und ich darf wieder nicht speichern und laden. Ach, leck mich doch. Oh, Mann! Was soll denn der Scheiß da? Warum kommt da jetzt noch einer? Das ist doch Rassismus. Bloß weil ich weiß bin. Bloß weil ich hier nicht der definierbare Hybriden-Dingsbums bin. Sie braucht einen Schlüssel. Sie braucht eine größere Kanone, muss das heißen. Ja, ganz toll. Hier ist so ein Kackturm, der mich anpisst. So, wo ist denn jetzt meine Munition? Kann ich mitnehmen. Wir drehen jetzt die Luft. Oh. Okay. Okay. Ah, okay. Okay, ich bin gleich tot. Alles klar. Okay. Okay, jetzt ist die Lage in Kontrolle. Jetzt, wo ich weiß, dass ich gleich tot bin, ne, dann lege ich nämlich richtig los und mache ich alles platt hier. Kann ich niemanden mehr aufhalten. Außer der da vielleicht mit seinen Raketen. Aber der zählt nicht. Der zählt nicht. Press Aniki. Ich habe aber gar kein Aniki auf meiner Tasche. Ich spiele mit einer Tasche statt mit einer Tastatur. So sieht's auch aus. Solaris. Sechsmal. Ich habe sechs Solarraketen. Solaris Raketen. Den Ventilator habe ich noch kaputt geschossen. Wieso ist da immer noch Luft? Das ist gar nicht. Was bist du denn? Im Moment habe ich gedacht, ich könnte das jetzt aufsammeln, aber. Denken ist ja bekanntlich Glückssache und Glück habe ich nicht. Ich bin einfach nur gut. Was? Woher denn? Wo kommt das denn her? Ja, ich hab dich davon auch ganz doll lieb. Ich ganz doll lieb, jetzt stirb bitte. Danke. So, das mal kaputt schießen und das hier, ja. Dieses Bild, wo sich dreht. Modernste Technik. Restart Position aktiv wartet. Stirb, stirb! Stirb! Stirb, du seelenloses Geschütz! Ich will deinen Geist auslöschen! Du geistloses Geschütz! Was sind das für Lehacks? Und warum habe ich die? Ich hatte sie beim letzten Wochen Dingsbums auch nicht. Was zur Hölle? Was ist das denn? Was zur Hölle? Killedius. Ey, geht's noch? Die habe ich doch vorhin schon getötet. So bist du wieder am Leben. Oh, Raketen. Muck. Stirbst du mal, bitte? Treffe ich dich überhaupt? Nee, ne? Nicht so wirklich. Ah, jetzt, okay. Wo auch immer du jetzt wieder herkommst. Aber das interessiert die Gegner eh nicht, dass sie nicht alle tot sind und nicht mehr wiederkommen sollen, ne? So aufhören, nicht so scheiße zu drehen, das verwirrt mich. Verwirrung macht sich breit. So, jetzt muss ich mir den Raum da unten nochmal angucken, also ganz genau angucken. Nein, ich darf da irgendwie nicht. Muss ich vielleicht dem Ding da folgen? Nein, hä? Nein, hä? Soll das funktionieren? Hä? Okay, verstehe ich nicht.
Stehe ich nicht, ist voll unlösbar, das Spiel, ich bin tot. Okay, dann arbeiten wir nochmal. Aber fast schon die Mission geschafft, ne? Also, fast schon. Ich war nur knapp davon entfernt. Wie kommt man überhaupt auf die Idee, ein Atom? Ach nein, der Reaktor war ja. Was ist überhaupt, wenn ich das in die Luft spreng? Oho! Ja, jetzt guckst du, wie du schaust, ne? Ja, jetzt suchst du gleich wieder Freunde, ja? Hinter mir ist auch noch einer, richtig? Richtig, was ist denn das? Das hatte ich doch beim letzten Mal auch nicht. Alles Delfinios Schuld. So ein Schmann. Warum befällt mir überhaupt einen aktiven Atomreaktor? Warum komme ich nicht da einfach da wieder raus, wo ich eben reingekommen bin? Ich meine, hat sich der auf magische Art und Weise zusammengeschweißt, der Ausgang? Voll verschweißt, da kommst du nie wieder raus. Glaube ich gleich. Kackspiel hier. Hier kommt gerade mal nichts. Okay, da hinten war auch gerade nichts. Gerade im Moment. Bitte warten, wenn diese Tür sich öffnet. Was zur Hölle? Ah, okay. Jetzt kommt der nächste Gegner. Ah. Warum auch immer ich... Ah. Ah, Mr. Raketenmann. Hey, Süße, willst du mal meine vier Raketen sehen? Kommt auch auf die Menge an. Ja. Ich flieg dann mal weiter. Nur nicht stehen bleiben, dann ist alles gut. Oh, ich bin gleich schon wieder tot. Na ja. Ist ja jetzt nichts Neues. Ah! Könnt ihr nicht von oben kommen oder von irgendeiner Richtung, wo ich gerade mal hinschaue? Ja, jetzt verpiss dich. Durch diesen unglaublich realistischen. Wow, ich bin gut. Ja, schon klar. Und wieder so einer. Die halten ja zum Glück nichts aus. Sonst wäre es nämlich echt schlecht. Also wenn sie was aushalten würden. Mach mal uff hier. Incoming. Schiebt er den Incoming in den Arsch. Hast du gesehen, wie ich das gemacht habe? Wie ein echter Überpro. Dafür ist jetzt ein Haufen. Ah, er ist da. Er ist voll nicht mehr am Leben. Ach, leck mich doch! Was ist das? So, wir radieren mal noch die ganzen Ventilatoren aus. Den habe ich gewartet. Dann nehmen wir das Schild mal mit. So, und fliegen weiter. Wieder an diesem Punkt, den ich nicht verstehe. Erstmal den Gegner töten. Was? Schätzen sie sich im... Ach, schützen sie sich im Wasser, oder was war das? Ach, ich soll unter Wasser fliegen, oder sehe ich das richtig? Ah, sag mir das doch mal jemand. Das doch gleich. Hier ist die Steuerung so lahm. Ah, oh, I, Y, Z.
Kann ich hier auch problemlos durchfliegen oder? Ja. Willst du bitte mal sterben? Wo kam denn der jetzt her? Ach. Bin ich denn jetzt gelandet? Das ist verwirrt. Geht's auch nochmal lang? Das ist ja interessant. Ja, gut, vielleicht nicht gerade jetzt, wo ich unbewaffnet bin, aber es ist interessant. Ist auch nur 10 Kilometer von meiner ursprünglichen Position entfernt. Und warum auch immer mich Wasser vor, keine Ahnung was, schützt. Vor der Strahlung oder so wahrscheinlich. Wie unrealistisch das ist, erkläre ich jetzt mal nicht, weil Wasser lässt sich auch verstrahlen. Das ist Unsinn! Wasser ist strahlungsimmun! Nein, nicht jetzt! Ist jetzt so gern, wo diese Ruckler herkommen! Er spinnt doch wohl! Super, ich muss 5 Schalter betätigen. Ich habe noch nicht mal einen. Ey, ich bin so gut wie durch dieses Level. So, wieder hier. Hier war ich ja noch nie. Er ist tot. Schön. So, alles wieder mitnehmen. Incoming. Was ist das? Der Teleporter ist noch nicht aktiv. Hallo? Ah, jetzt aktiv. Jetzt steht das Spiel mal wieder. Warum auch immer. Das sieht nicht. Sieht sehr merkwürdig aus, muss ich sagen. Ist da noch irgendwas Interessantes hier? Nein. Hätte ja sein können. Oh, Gold! Diamanten! Ein Nacktmulch! Jetzt wissen wir, dass da ein Panzer kommt. Ich nehme nicht an, dass die Tür da hinten schon auf ist. Nein. Natürlich nicht. Wie viele Gegner gibt es hier denn noch? Wie viele können das doch nicht mehr sein? Das ist da schon wieder einer. Oh, einer? Der war gut. 30.000 sind doch hier schon wieder. Das hab ich nicht. Ich hab Solaris. Zieh so. Ah! So macht man das gesehen, Kleines. Da kommt schon der Nächste. Ach. Egal, ich habe eine Restart-Position aktiviert. Wäre ich in die andere Richtung geflogen, wäre es viel besser gewesen. Aber darüber diskutiere ich jetzt nicht. Ich bin noch nicht tot. Die Einheiten hier einfach viel zu viel aushalten. Ich soll immer mal korrigieren. Ich würde ihn gerne erst platt machen, bevor ich da reinfliege. Aber dem scheint es scheißegal zu sein, dass ich dann mit Raketen auf ihn ballere. Also. Schild ist down. Oder irgend sowas, keine Ahnung. Und ich habe keine Raketen mehr. Ja, das hat ja wunderbar funktioniert. Genau so hatte ich mir das vorgestellt. Komm, jetzt komme ich da nicht rein. Ich steck. Ich komm da nicht rein? Was soll der denn? Komm da nicht rein. Ich komme wirklich nicht rein. Ich habe irgendwie erwartet, dass ich da rein käme. Nein. Warum komme ich da nicht rein? Was muss ich tun, damit ich da reinkomme? Abnehmen, völlig Schwein! Das ist natürlich ungünstig. Ich bin auch davon ausgegangen, dass ich da reinkäme. Ist da vielleicht irgendwas? Nö. Nee. Dann eben nicht. Nö. Nee. Hier geht's nicht weiter. Irgendwie nicht, nee, ne? Was heißt die Incoming? Ich bin schon 10 Kilometer weg. Mann. Willst du sterben, bitte? Und wo wir schon dabei sind, ich schwitze leicht. Was hier nämlich viel zu scheiße heiß ist, wie immer im Sommer.
ich hasse den Sommer. Kann sich immer, was weiß ich, Winter sein. Ich versuch's nur mit einem anderen Durchgang. Gut, ich noch zurückgeflogen bin hier. Ich bin so gut wie tot. Ja, wie lange verfloggen mich die Dinger noch? Die sind ja schlimmer als in dieser End. Zwei, insane. Da fliegen die einem schon 10 Kilometer hinterher. Und um Biegungen, die unmöglich sind. Physikalisch gesehen. Ich hab Muck. Oh, ich hab den kleinen Muck. Der fliegt ganz schnell. Läuft. Ach so, ich muss die laufen lassen. Deswegen sind die so langsam. Mein Schild hat sich gerade verabschiedet, glaube ich. Das könnte auch erklären, warum unten Schild 0 steht. Warum hab ich das? Gut, zwischendurch einfach mal die Aufnahme neu starten. Nicht, dass es dann asynchron wird. Alter, wie die sogar durch den Boden fliegen, das ist ja wirklich pervers. Was ist das? Dies war's. Ich komme da nicht rein? Och nö. Noch drei Schalter. Ja, Nitro. Habe ich mir das nicht vorgestellt? Doch, habe ich. Nee, kann ich nicht kaputt schießen. Das geht nicht, das musst auch du einsehen. So, geht's denn hier noch irgendwo weiter? Ich glaube, ich müsste zwei Schalter aktivieren, dann ging das Portal noch da unten oder irgendwie. Ja, hier bin ich richtig, das sind Gegner. Da sind noch mehr Gegner, hier bin ich definitiv. Hey, rate mal, was ich nicht habe: Munition. Aber ich habe Nitro. Gibt's übrigens auch Nitro. Kann man schneller fliegen. Und kennt sich voll gut aus. Nicht. Aber irgendwo fliegen da schon der Flieger rum. Machen dazu Fliegergeräusche und noch ein Panzer. Hey, weil ich so geil drauf bin, Panzer zu bekämpfen. Breakdance geht voll ab, ey. Wie Gabba Gandalf! Yeah! Na, Kleiner! Jetzt kriegst du mal die volle Ladung, voll in dein Gesicht! Will ich da lang? Ach so, das fällt nicht auf mich. Ah, okay. Sollte auf herabfallende Trümmer in Zukunft achten. Was sind das? Das werden sie brauchen. Der nächste Bereich wird schwer bewacht. Was ist das? Wirst du es brauchen? Ja, musst du. Hey, ist das Unverwundbarkeit? Ja! Du wirst doch früher. Wie lange hält die? Ah, und sieht man sehr. Glaube ich. Das ist auch der Moment, wo ich feststelle, dass ich keine Munition mehr habe. Sehr gut. Wunderbar! Und ich komme hier nicht mehr zurück, oder? Doch, ich komme zurück. Liegt hier noch Munition? Ich glaube nicht. War ich da drin? Teleportiere mich. Mal. Hier liegt auch keine Munition mehr. Kann ich den Schalter wieder ausschalten? Nein. Das ist gut jetzt, dass der nächste Moment Munition ist. Oh, ich hab wegen Nitro, das war ich doch. Das ist, brauchen wir, da hätten wir. Da liegt Munition, da liegt Munition! Ich weiß nicht, was ich erst schießen soll: den Panzer oder die Türme? Das ist alles irgendwie nervig. Super, die liegt direkt vom Turm. Ich habe sie nicht mitgenommen. Ach, das war so klar. Ah.
Jetzt können wir zum Glück laden. Ich hoffe, man hört meinen Rechner wenigstens. Der ist nämlich gerade saulaut. Dreht der Kühler gerade voll auf. Hier ist aber scheiße heiß drin im Zimmer. Ach ja, lecker doch mehr. Ruckeln. Leck mich. Ach, leck mich. Es leckt. Es leckt mich am Arsch, das macht's. Es ruckelt nicht, es leckt nicht, es leckt mich am Arsch. Schahiel. Das ist natürlich der perfekte Zeitpunkt, um... Moment. Ich weiß nicht, nehme ich Schaden, wenn ich gegen Wände fliege? Ich glaube nicht. Nee, scheinbar nicht. Gut. Dann hat mich eben wahrscheinlich was getroffen. Oder ich habe meinen Schaden nur eingebildet. Aha, ich habe Shield. Und ich habe Hardcore-Ruckler und ich weiß nicht warum. Ich sieht man wahrscheinlich auch wunderbar in der Aufnahme und ich weiß nicht warum. Hatte ich doch letzte Woche auch nicht. Nein, ich will da nicht runter. Wie schnell die fliegen, das ist der Wahnsinn. Kann er kaum gucken, so schnell fliegen die Raketen. Der Gegner kann hier nur dreimal so schnell fliegen. Muck. Der kleine Muck. Ah, jetzt bist du schon da. Irgendwas fliegt hinter mir. Naja, ganz toll. Oh, da ist auch schon wieder ein Gegner. Ihr nervt mich. Könnt ihr nicht wegbleiben? Könnt ihr nicht tot bleiben? Ah.